Hallo, willkommen zum vierten Teil der angewandten Rollentechnik. Heute geht es um die Grundlagen, wie man von einem Datenblatt zu einer funktionierenden Schaltung kommt. Am Beispiel eines Vorverstärkers mit Hilfe einer ECC83. Die vorgestellte Schaltung ist jetzt minimalst, aber sie soll nur das Prinzip demonstrieren. Das Video an sich ist etwas länger geworden als geplant, es wurde viel gelabert. In der letzten Viertelstunde ist ein Video, das das theoretisch vorgestellt, dann praktisch demonstriert. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Stimme, insofern habe ich einige Herbstblöcke gehabt und mich öfters korrigiert. Das ist damit nachzusehen. Aber ansonsten sind in der Videobeschreibung alle Röhren verlinkt, wie immer, auch die PDFs. Und es wird natürlich mit dem Thema weitergehen. In der Zukunft wird es ein Video geben mit Hilfe eines Leistungsverstärkers, wahrscheinlich auch mit der EL84, weil ich habe zufällig noch einen NF-Überträger für die EL84 hier. Insofern kann ich damit praktisch demonstrieren. Und es wird noch Videos geben zum Thema Bildröhren. Die werden mit Hilfe des Hochspannungsnetzteils dann in Betrieb genommen. Da wird es auch noch einige interessante Schaltungen geben. Und insofern jetzt erstmal viel Spaß beim aktuellen Video und bis bald. Willkommen zum vierten Teil der angewandten Röhrentechnik. Heute geht es um die Grundlagen, wie von einem Datenblatt man zur real funktionierenden Schaltung gelangt. Woraus besteht eine Röhre? Natürlich aus Glas, wäre jetzt der Karlauer. Aber die Form einer Glühbirne hat das typische Aussehen einer Röhre geprägt. Und dies kommt nicht von ungefähr, denn Röhren und Glühbirnen wurden zu Anfang auf denselben Maschinen produziert. Wie hier zum Beispiel die Röhre, die VWS Double Wing Audion produziert ca. 1910. Zu sehen ist unter anderem, weshalb der Name Double Wing Audion kommt. Es gibt zwei Anodenbleche, diese stehen sich ungefähr flügelmäßig gegenüber und dazwischen ist das Steuergitter, ebenfalls, ich sage jetzt mal, Flügelform ausgelegt und in der Mitte ist der Heizfaden und die direkt geheizte Kathode. Aber eine Röhre besteht aus mehreren Teilen, nicht nur der Kolben und der Glühfaden. Der wichtigste Teil ist definitiv die Kathode. Aus ihr werden die Elektronen emittiert, die den Anodenstrom bilden. Aber in der Anfangszeit bestand die Kathode nur aus einem nackten Wolframdraht. Dieser wurde zur Weißglut erhitzt und dadurch wurde in den Elektroden emittiert. Man spricht hierbei von einer thermischen Emission. Zu sehen ist hier die Röhre EVN94. Sie gilt als erste, Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen komisch. Sie gilt als erste seriengefertigte Röhre und wird als direkter Nachfolger der Liebenröhre gehandelt. Auf der Webseite sind alle Röhren verlinkt, inklusive der kompletten Bilderliste. Hier sind jetzt nur die relevanten Bilderausschnitte zu sehen. Hier sieht man den Wolframfaden, welcher die Kathode bildet. Hier ist noch die Scheibe des Steuergitters zu sehen, das als Schnecke ausgelegt ist. Und hier unten ist eine Scheibe, die die Anode bildet. Ein weiteres Beispiel für diese Art der Kathoden wäre zum Beispiel die frühe Poströhre A oder halt die baugleiche K1 von AEG. Da Wolfram eine sehr hohe Temperatur benötigt, wurden alternative Beschichtungen gesucht, die bereits bei niedrigeren Temperaturen eine gute Emission ermöglichen. Einer der ersten Röhren hierbei waren Senderöhren oder Leistungsröhren, unter anderem die RS-15 und RS-315. Die RS-315 ist hier abgebildet. Man sieht
die gewendelte Kathode. Hier ist das Steuergitter. Der Zylinder drumherum, der die Anode bildet, ist nicht im Bild. Dieser bestand aus die Kathode bestand aus Wolfram mit einer Thoriumhaut. Thorium hat aber das Problem, es ist radioaktiv. Es ist nämlich ein Alphastrahler. Und es ist sehr teuer in der Produktion bzw. im Schürfen. Deshalb ist man relativ schnell dazu übergegangen, andere Materialien zu finden. Unter anderem hat man dann Kathoden produziert aus Wolframoxid, welche bei geringerer Temperatur in der Lage war, eine ausreichende Menge von Elektronen zu emittieren. Und man hat sie mit Barium beschichtet. Ein Beispiel dafür ist die Röhre BA. In neueren Röhren, zum Beispiel die einige direkt geheizte Gleichrichterröhren, wie zum Beispiel die amerikanische 1V2. Hier sieht man das Kathodenmaterial, an welchem die Bariumbeschichtung abgebrödelt ist. Und hier ist noch der Rest der Beschichtung. Ich stelle gerade fest, es fehlt ein Bild, nämlich die EV91. Nehmen wir mal das so lang. Das ist eine neuere Variante der Kathode. Die Kathode selbst besteht aus einem Nickelröhrchen, beschichtet mit Bariumoxid. Und bei den meisten Röhren, die dann indirekt geheizt sind, ist der Heizfaden innerhalb der Kathode, also des Kathodenröhrchens, und zwar isoliert mit Hilfe einer Keramikschicht, so dass es keinen elektrischen Kontakt zur Heizung und zur Kathode gibt. In dem Fall der EY51 ist die Röhre direkt geheizt, also in diesem Fall halb indirekt geheizt, weil es eine Verbindung gibt vom Heiz zum Heizfaden direkt zur Kathode. Das liegt daran, dass die EY51 nur drei Anschlüsse hat, nämlich die Heizung und die Anode. Eine weitere Form der Kathoden ist, wie gesagt, die indirekt geheizte Kathode. Wie schon gesagt, die besteht aus einem Nickelröhrchen mit der aufgespritzten Bariumoxid. Und der Heizfaden selbst ist elektrisch isoliert mit einer Keramikschicht. Das hier ist der Heizfaden einer PY86. Durch das Rausziehen ist der Faden bereits, die Keramikschicht bereits ein bisschen gebröselt. Das hier ist eine PY81. Man sieht den reingestopften Heizfaden. Das Ende der Isolierung und das punktgeschweißte Anbringen des Fadens selbst. Die Röhre hatte Glasbruch und lag mehrere Jahre irgendwo im Freien und ist, wie man schon sieht, angerostet. Das hier sind die verschiedenen Formen eines Heizfadens. Es gibt die sogenannte V-Wendel, wo der Heizfaden im Prinzip nur einfach gefaltet ist. Es gibt eine Doppelwendel. Dieser wurde als Bifila beworben. Sehr viele Röhren aus der Anfangszeit der 30er Jahre haben den Zusatzaufdruck Bi für Bifila gewickelt. Der hatte den Vorteil, dass bei Wechselspannungsheizung hier sich die Felder der Röhrenheizung gegeneinander aufgehoben haben und somit weniger Brummton in die Röhre induziert wurde. Es gab die sogenannten Faltdrahtbrenner für Röhren mit hoher Heizspannung, meistens die seriengeheizten Röhren, wie zum Beispiel die PY-Gleichrichterröhren. Und das Ganze gab es sowohl als nackten Faden als auch natürlich mit einer Isolation.
Und wie ist jetzt die Röhre selbst aufgebaut? Die erste Geige spielt natürlich definitiv die Kathode. Alle Vorgänge in der Röhre sind relativ zum Kathodenpotential. Die Kathode befindet sich im Schaltbild unten. Darunter wird der Heizfaden angedeutet mit leichtem Abstand, um zu symbolisieren, dass diese elektrisch voneinander getrennt sind. Die etwas dickere Schicht am Kathodensymbol soll bedeuten, dass diese Kathode beschichtet ist mit Bariumoxid. Die Kathode befindet sich meist in der Mitte der Röhre, wie hier bei der ECC 81. Von der Kathode aus beginnen dann die Steuergitter und die Steuergitter werden immer gezählt von der Kathode zur Anode. Also das Steuergitter, was der Kathode am nächsten ist, ist das erste Gitter und dann wird aufwärts gezählt und die Anode befindet sich meistens außen und umschließt das gesamte System. Es gibt dann natürlich auch andere Bauformen, wie zum Beispiel bei Thyratronröhren, wo sich die Kathode unten befindet, wie im Schaltsymbol, und die Anode ganz oben. Das hier ist die Anode. Das hier ist der Zylinder, der das System enthält, nämlich in diesem Fall die Kathode, die direkt geheizte Kathode, das Steuergitter. Hier ist, ist der Ausgang für die Elektronen und hier ist die Anode. Das ist wie gesagt ein generisches Schaltbild. Die Anode hier symbolisiert die einfache Anode. Anoden bei Zweiweg-Gleichrichterröhren sind zweifach vorhanden, aber meistens etwas abgewinkelt gezeichnet. Es gibt auch andere Symbole für Sonderröhren, wie zum Beispiel der Sekundäremissionsanode, die aber andere Schaltzeichen haben. Dasselbe gilt auch für die Steuergitter. Das hier ist jetzt ein generisches Gitter. Raumladegitter und Bremsgitter können andere Symbole haben, müssen aber nicht. Da hat so ein bisschen jeder Hersteller seine eigenen Schaltzeichen gemacht in den Datenblättern. Man muss meistens lesen, was neben dran steht. Hier ist auch nochmal kurz der symbolische Aufbau. Von innen ist zuerst der Heizfaden, dann das Kathodenröhrchen, dann die Gitter, das ein oder mehrere Gitter und natürlich drüber gestülpt die Anode. Das ist jetzt der grobe Aufbau eines Systems, einer Triode. Triode heißt, die Röhre hat nur ein Steuergitter. Wieso Tri? Weil Tri ist altgriechisch und heißt drei. Es ist richtig, es sind drei Elektroden, nämlich die Kathode, die Anode und das Steuergitter. Der Grobaufbau ist, ich habe eine positive Betriebsspannung, weil die Anode muss positiv betrieben werden. Also positiv heißt positiver in Bezug zur Kathode. In absoluten Zahlen kann natürlich die Kathode auch positiv sein, was zum Beispiel bei Regelröhren der Fall ist. Aber die Anode muss positiver sein als die Kathode, dass das Potenzial stimmt und somit die Elektronen von der Kathode zur Anode fließen können. Und in allen Datenblättern wird davon ausgegangen, dass die Kathode immer das 0-Volt-Potenzial ist. Also alle Potenziale innerhalb der Röhre werden von der Kathode aus gesehen und gemessen und alles bezieht sich auf die Kathode. Deshalb haben die Steuergitter auch eine negative Spannung, weil das Steuergitter muss negativer sein als die Kathode, um eine effiziente Wirkung zu erzielen. Das Grundprinzip ist, wie gesagt, hier angedeutet, ich habe eine positive Betriebsspannung, es fließt ein Anodenstrom, je nachdem wie stark die Steuergitter belastet, also angesteuert werden. Bei einer negativen Ansteuerung des Steuergitters nimmt der Anodenstrom ab, weil jetzt der Steuergitter den Strom blockiert, also bremst.
Im Gegenzug, wenn das Gitterpotential Richtung Kathodenpotential geht, können jetzt mehr Elektronen passieren und der Anodenstrom steigt. In etwas praktischeren Darstellung ist auf dieses Bild zu sehen. Man sieht, wie gesagt, nochmal die symbolisierte Batterie. Und wenn ich jetzt den Gitterstrom, die Gitterspannung, Entschuldigung, negativ mache, also immer weiter runter gehe zum Negativen, sinkt in der Kennlinie der Anodenstrom. Und je weiter ich zum 0-Volt-Potential komme, umso stärker wird der Anodenstrom. Die meisten Röhren werden mit einer negativen Gitterspannung betrieben. Es gibt aber auch Leistungsröhren, die können mit einer leicht positiven Spannung am Steuergitter betrieben werden. Dazu komme ich später. Aber als Faustregel gilt, dass der Steuergitter immer negativer ist oder im schlimmsten Fall aufs Kathodenpotential. So, das Problem bei der Triode war, dass natürlich die Elektroden werden sehr schnell beschleunigt und das Gitter hatte keine Zeit, um seine Wirkung zu entfalten. Walter Schottky hatte 1917 die Idee, ein sogenanntes Schutznetz anzuführen oder Schutzgitter, welches als Raumladegitter fungiert. Dieses Gitter wurde vor dem Steuergitter montiert, also das Schutzgitter oder Raumladegitter war das erste Gitter gesehen von der Kathode und wurde auf geringem positiven Potential betrieben. Meistens nur eine wenige Volt. Das Steuergitter selbst war in diesem Fall das Steuergitter, also das echte Steuergitter als zweites Gitter und hat die normale Regulatur der Röhre übernommen. Also so wie es in der Triode auch der Fall war. Das hatte aber jetzt den Vorteil, dass das Hilfsgitter, also das Raumladegitter, bereits eine definierte gleiche Raumladung erzeugt hat und somit die Elektronen schon etwas entspannt waren und somit der Steuergitter eine wesentlich bessere Wirkung entfalten konnte. Insofern hatte diese Röhrenform einen höheren Verstärkungsfaktor. Hat aber auch den Nachteil, aufgrund der Raumladegitters konnte diese Röhre nur einen geringen Strom liefern. Also sie war nicht geeignet für Endverstärkungen, für Leistungsverstärkungen. Das ist eine SSI, produziert 1917 von Siemens und Schottky, daher die Abkürzung SS. Und das Glas der Röhre ist sehr grob und deshalb sehr schlecht zu fotografieren, weil es keinen vernünftigen Blick in die Röhre gibt. Aber man sieht, dass die zwei Steuergitter, diese sind gestanzt, also gestanztes Blech. Das gewickelte Drahtgeflecht, was wir heute als Gitter kennen, kam erst später. Wie gesagt, die ersten Gitter waren normale gestanzte Bleche. Dann gehen wir wieder zur normalen Tetrode, so wie wir sie heute kennen. Dort ist das erste Gitter nach der Kathode das richtige Steuergitter. Und das zweite ist jetzt ein Schirmgitter und fungiert dazu, dass ebenfalls für die Elektronen eine etwas gleiche Sicht gesehen wird und somit das Steuergitter etwas mehr die Chance hat, eine Wirkung zu erzielen. Weil das Problem ist, sonst wird die Elektronen so stark beschleunigt von der Anode, weil natürlich die Anode als positiver Pol natürlich wie die Elektronen sagt, hallo, hier bin ich. Und das Steuergitter keine Chance hat zu wirken. Deshalb haben auch reine Trioden einen relativ geringen Verstärkungsfaktor, weil halt die Elektronen halt sagen, ich muss weg, um jetzt mal den Klassiker zu benutzen. Und das Schutzgitter, wie gesagt, bietet eine leicht positive Atmosphäre, sagen wir es mal so, und hat so die Chance, dass die Elektronen halt die Anode nicht in Klammern sofort sehen und somit halt ein bisschen
Zeit haben, auf das Gitter zu reagieren, sagen wir es mal so. Ein bisschen komisch formuliert, aber ist so. Hier ist, wie gesagt, nochmal der systematische Aufbau. Innen habe ich, wie gesagt, die Kathode mit dem mit dem Heizfaden. Die Kathode meistens sind als Bariumkathode. Dann das erste Gitter, das zweite Gitter und die Anode. Zu sehen ist hier eine RENS 1204 von Telefunken. Man sieht hier auch, wie gesagt, schön in der Seitenansicht das System. Und auch hier die einzelnen Gitter, die hier schon auch als Drahtwendel ausgeführt sind. Dann ging es weiter in der Entwicklung mit der Pentode, wobei aber das Wort Pentode, es gab so einen kleinen Patentstreit mit Philips. Die haben nämlich das Wort Pentode nämlich patentiert. Und da gab es so ein bisschen Querelen und dadurch wurde die Powerbeam Tetrode entwickelt, um das Wort Pentode zu vermeiden. Die Powerbeam Pentetrode ist im Prinzip ist es eine Pentode. Sie hat drei Gitter, wobei das dritte Gitter ist ein Bremsgitter, das wie gesagt den Elektronenstrom nochmal so weit abschwächt, dass es nicht zu Sekundäremissionselektronen kommt. Weil das war das Problem von der Tetrode, dass unter Umständen die Elektronen so stark beschleunigt wurden. Dass sie aus der Anode wieder rausgeschossen wurden, also als Sekundäremissionselektronen, und dann wieder natürlich zurückgezogen wurden durch die positive Ladung und somit halt ein Störgeräusch, also Störungen entwickelt haben, weil da halt die Elektronen natürlich eine gewisse Zeit brauchen, bis sie weggeflogen sind, gemerkt haben, ui, das ist ja die Anode, dieses Positiv, ich muss zurück. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert und somit halt gab es halt ein Rauschen auf dem Signal. Und das Bremsgitter hat dieses verhindert. Da aber, wie gesagt, der Begriff Pentode patentiert war, gab es die Entwicklung der Powerbeam-Tetrode, dass das dritte Gitter als Blech ausgeführt war, das um das System rumgelegt war. Hier als Beispiel die amerikanische 6BQ6 bzw. der Vergleichstyp 6CU6. Man sieht sehr genau, die große Kathode mit dem Bariumoxid. Man sieht die beiden Gitter und man sieht das umgebende Blech, das dritte Gitter. Hier in der symbolischen Darstellung. Hier sieht man auch sehr schön die zwei Kathodenarten, nämlich die Rundkathode und die Ovalkathode. Die ersten Kathoden waren Rundkathoden und die Rundkathode hatte den Nachteil, sie brauchte mehr Platz, während die Ovalkathode etwas kleiner gebaut werden konnte bei gleicher Oberfläche, weil wenn man genau hinguckt, man sieht, dass die Seiten der Ovalkathode nicht beschichtet sind. Müssen sie auch nicht, weil dort befinden sich die Stege, die Haltestege der Gitter, die natürlich keine Elektronen emittieren können bzw. aufnehmen können. Insofern ist es sinnlos, hier Elektronen von der Kathode rauszuschießen, wie bei der Rundkathode. Die sind mehr oder weniger verloren bzw. Gehen wir sofort zurück zur Kathode. Da ist es sinnvoller, praktisch diesen Teil halt rauszuschneiden als Oval. Somit die Kathode halt etwas kleiner im Durchmesser zu machen, somit einen kompakteren Aufbau zu gewährleisten, aber trotzdem als aktive Schicht, habe ich natürlich hier dieselbe als auf dieser Seite, somit hat die Kathode bei kleinerer Fläche die gleiche Emission. Und das besagte
Bremsgitter ist wie gesagt ein normales Blech, welches um das System gelegt ist vor der Anode. Und im Gegenzug dann die normale Pentode, die wirklich aus drei Gittern besteht. Als Beispiel ist hier die Mikrotrigrille zu sehen, das ist eine französische Röhre. Auch hier im typischen Aufbau: Kathode, erstes Gitter, zweites Gitter und drittes Gitter und Anode. Hier ist auch das typische Schaltzeichen. Ich habe hier den Heizfaden, die beschichtete Kathode. Das Symbol repräsentiert jetzt nicht diese Röhre, weil die Mikrotrigrille ist direkt geheizt. Also dieser Teil würde fehlen im Schaltbild, weil nur der Faden existiert als direkt geheizte Kathode. Das erste Steuergitter, das Schirmgitter, symbolisiert mit diesem leicht abgewinkelten Gittersymbol, sagen wir es mal so, mit dem Schirm, mit dem Bremsgitter, welches im 90-Grad-Winkel abgewinkelt ist. Und zum Schluss die aktuelle Bauform einer Pentode, nämlich eine Leistungspentode. Hier als Beispiel die EL84. Man sieht hier aufgeklappt das Anodenblech mit einem sehr großen, weitläufigen Gitter, das Bremsgitter. Hier ist das Schutzgitter, das zweite Gitter. Hier sehr viel enger das Steuergitter. Und hier sind die Haltestege, dort hinten dran befindet sich die Kathode. Das ist eine EF80, das ist eine Breitbandpentode. Der Unterschied zwischen beiden Röhren ist, die EL84 wird als Leistungsröhre für NF-Bereich benutzt und hat wie gesagt ein Bremsgitter, das auf Kathodenpotenzial gelegt ist, röhrenintern. Und dann entsprechend große Anode, weil halt wie gesagt, sie kann einen größeren Strom liefern, während die EF80, also als F-Röhre, eine Vorröhre ist, also nur einen kleinen Strom liefern kann. Und die EF80 hat alle drei Gitter rausgeführt und sie sind frei beschaltbar, und je nach Schaltung wird das dritte Steuergitter auch als Regelgitter benutzt. Man sieht hier sehr schön die Makroaufnahme der EF80. Ganz außen ist das dritte Gitter mit auch einer relativ groben Windungsanzahl. Dann ist hier das zweite Steuergitter. Und hier ist das erste Steuergitter, das direkt sehr nah an der Kathode liegt, weil je näher das Gitter an der Kathode liegt, umso stärker ist die Steuerwirkung. Und hier ist auch zu sehen, dass alle drei Gitter sind sogenannte Spanngitter. Also der Faden, also der Draht des Steuergitters ist halt fest eingespannt und somit ist diese Röhre vibrationsfest und hat keine Mikrofonie. Das war das Problem bei den älteren Röhren, die teilweise noch ein relativ grobes Muster hatten, wie die Röhre gewickelt ist, also das Gitter gewickelt ist, und somit gab es teilweise das Problem mit Schwingungen, also die Röhren waren teilweise mikrofonieanfällig. Das gipfelt dann daran, dass diese Röhren teilweise auf Sockel gesetzt wurden, die wiederum mit einem Gummi etwas gedämpft waren. Also es gab einige technische Konstrukte, um zu verhindern, dass die Röhre schwingt. Und mit dem Spanngitter hat man das Problem insofern auch gelöst, dass das Gitter halt so fest eingespannt worden ist, dass es in einem normalen Betrieb halt keine Vibration gab. Das war auch nötig,
weil die Gitter teilweise so nah an der Kathode vorbeigeführt wurden, also auch gerade auch bei Hochfrequenzröhren, dass die Gefahr bestand, dass bei Vibrationen das Steuergitter unter Umständen die Oberfläche der Kathode berührt und somit es dann zu Kurzschlüssen kommt. Dann können wir weiter zur Hecksonde. Die Hecksonde besitzt vier Steuergitter. Als Beispiel ist hier die EH90 zu sehen. Hier auch der interne Aufbau, der isolierte Heizfaden, das Kathodenröhrchen und die Spanngitter. Wobei hier ist das Steuergitter 1, 2, 3 und 4. Zu den einzelnen Röhrentypen habe ich ein eigenes Video gemacht. Das ist verlinkt in meiner Playlist. Es gibt eine eigene Playlist für die Grundlagen der Röhrentechnik. Dort ist das Video mit verlinkt. Auch in der Videobeschreibung sind die meisten relevanten PDF-Dateien und Röhren verlinkt. Die nächste Relevanz. Wichtige Röhre ist die Heptode. Diese besitzt fünf Steuergitter. Hier auch in der Detailansicht. Das erste Steuergitter ist aus Kupfer, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten, weil das Gitter, das am nächsten dann zur Kathode ist, wird natürlich thermisch sehr stark belastet aufgrund der geheizten Kathode. Jetzt hier das zweite Steuergitter. Das dritte, das vierte und das fünfte. Die ECH81 hat zusätzlich noch ein zweites Röhrensystem intern, nämlich eine Triode. Die ist auf demselben Kathodenpotenzial und hier sieht man noch das Steuergitter der Kathode, Entschuldigung, das Steuergitter der Triode. Und das hier ist der Abschirmzylinder für das Triodensystem. Und hier ist der Ausgang der Anode, der Triode. Die Anode des Heptodenteils ist entfernt. Also so sähe das Ganze aus im Echt. Hier ist der Getterring. Das hier ist nochmal eine etwas detailliertere Aufnahme des oberen Systems. Und einer der letzten Röhrenentwicklungen war die Nonode. Diese besitzt sieben Steuergitter. Als Beispiel ist hier Entschuldigung, ist hier die EQ80 zu sehen. Es gab auch eine EQ40 als Rimlock-Röhre, die Ende der 40er Jahre entwickelt worden ist. Die Nonode hat so ein bisschen ein Schattendasein geführt. Es gibt einige Schaltungen für die Nonode als frequenzmodulierter Demodulator, also für UKW-Empfang. Die Schaltung hat sich leider nicht durchgesetzt. Also es gab in der Elektronik für den normalen Verbraucher relativ wenig Nonoden, also sowohl EQ40 als auch EQ80. Die war mehr in industriellen Geräten zu finden oder militärischen Geräten. Woran es jetzt genau lag, kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt mal so ganz spontan sagen, es lag am Preis der Röhre selbst, weil natürlich die Produktion mit sieben Gittern natürlich wesentlich aufwendiger war als eine normale Pentode. Aber das ist jetzt rein spekulativ. Und die meisten Einsätze der Triode ist natürlich die Triode als Verstärker. Und da gibt es drei Standardschaltungen. Die sogenannte Kathodenbasisschaltung. Der Vorteil dieser Schaltung ist, es gibt einen sehr hohen Eingangswiderstand und einen sehr hohen Verstärkungsfaktor. Bevorzugt wird die Kathodenbasis eingesetzt im NF-Bereich oder im niedrigen HF-Bereich. Für gezielten HF gibt es andere Anschaltungen, da komme ich gleich zu.
Das Prinzip ist relativ simpel, wie bei fast allen Röhrenschaltungen. Das Signal wird eingekoppelt über einen Kondensator. Es gibt einen Gitterableitwiderstand, der das Gitter auf eine feste Spannung legt, also meistens das Nullpotenzial. Die Röhre wird über einen Kathodenwiderstand im Potenzial etwas nach oben gelegt. Weil das Problem ist ja, das Steuergitter muss negativ sein. Und mit Hilfe des Kathodenwiderstandes fällt eine gewisse Spannung ab. Und somit kann ich die Kathode praktisch jetzt um einige Volt nach oben legen. Und wenn ich jetzt das Steuergitter über den Widerstand zur Nullposition verbinde, habe ich somit aus Sicht der Kathode einen negativen Wert, weil die Kathode etwas positiver ist. Da aber die Kathode das Referenzpotenzial ist, zieht sie somit ein negatives Steuergitter. Das ist ein, ich sage jetzt nicht gern benutzter Trick, aber eine relativ einfache Möglichkeit, zu einer Spannung zu kommen, zur negativen Gitterspannung. Das Problem ist natürlich, die Gitterspannung ist jetzt abhängig davon, welcher Anodenstrom fließt. Das heißt, dieses Spiel kann ich nur machen für Vorröhren, mit denen, bei denen ich weiß, ich habe nur einen geringen Strom. Eine andere Möglichkeit wäre, die Steuerspannung für die Steuergitter über eine eigene Stabilröhre zu liefern und somit unabhängig vom Anodenstrom somit eine stabile Gitterspannung, Gittervorspannung zu liefern. Das Signal selbst wird wieder über einen Kondensator ausgekoppelt und somit wäre es dann möglich, mehrere Röhren ineinander zu koppeln und somit mehrere Röhren zur Vorverstärkung oder allgemein zur Verstärkung zu benutzen. Die Gitterbasisschaltung ist eine zweite Möglichkeit. Diese wird hauptsächlich für HF-Anwendungen genutzt, oft in UKW und in Fernsehern. Bekannt dafür ist unter anderem die ECC84. Diese hatte ein spezielles geschirmtes System mit besonders geringen Kapazitäten, um halt in Hochfrequenzschaltungen vernünftig agieren zu können. Der Vorteil dieser Schaltung war unter anderem, ich habe einen sehr geringen Eingangswiderstand und die Schaltung selbst wurde meistens in sogenannten Kaskadschaltungen eingesetzt, wo also zwei Röhren in einer Reihe, also einer Kaskade geschaltet waren. Deshalb auch der Name Kaskadschaltung und eine der meistbenutzten Röhren war unter anderem, wie gesagt, die besagte ECC84, besonders in Fernsehern. Und die letzte Möglichkeit bei der sogenannten Anodenbasisschaltung. Diese hat den Vorteil, sie hat einen hohen Eingangswiderstand, aber einen geringen Ausgangswiderstand. Sie wurde meistens als Impedanzwandler eingesetzt oder auch in Phasenumkehrstufen, weil der Vorteil war, dass der Ausgang der Schaltung ist phasengleich mit dem Eingang. Was unter anderem für Phasenumkehrstufen bei Gegentaktverstärkern wichtig war. So, ich rede die ganze Zeit von Verstärken. Was soll denn ein Verstärker verstärken? Das Problem ist relativ einfach. Ich habe ein Eingangssignal, was relativ klein ist. Und ich möchte dieses Signal halt von der Amplitude hochziehen. Das Problem ist aber, ich möchte natürlich, dass beide Seiten des Signals gleich verstärkt werden, also sowohl die positive Seite als auch die negative Seite. Und hier ist jetzt das Problem in der Kennlinie von einer Röhre. Es gibt einen Teil in der Kennlinie, der ist linear, also ich habe eine Steigung, die ist identisch und ich habe einen Knick unten in der Kennlinie und ich habe einen Knick oben in der Kennlinie. Und diesen Knick kann ich nicht benutzen, weil in dem Moment, wo ich diesen Knick benutze, habe ich das Ergebnis, dass mein Signal asymmetrisch verstärkt wird. Also ein Teil des Signals wird stark verstärkt,
Das andere wird schwach verstärkt. Insofern sieht es dann ein bisschen komisch aus. Es sieht nicht nur komisch aus, es hört sich auch komisch an. Und das nennt man dann Klirrfaktor. Das ist also das Signal verzerrt ist, weil halt die Verstärkung asymmetrisch war. Und das ist jetzt der Trick an einem Mollverstärker. Ich muss versuchen, den Bereich der Kennlinie zu finden, also den Arbeitspunkt, von dem aus ich nach oben und nach unten gehen kann und somit eine gleiche Verstärkung erreichen kann. Freinacht Loriot, das Bild hängt schief. Das ist ein Beispiel einer fiktiven Röhre. Gegeben ist eine Anodenspannung von 100 Volt und bei 0 Volt Gitterspannung habe ich einen Anodenstrom von 9 mA. Wenn ich jetzt die Gitterspannung negativer mache, sinkt mein Anodenstrom. Weil natürlich durch den negativen Gittervorspannung jetzt natürlich mehr Elektroden blockiert werden und somit weniger Elektroden durchkommen. Das geht so weit, dass die Röhre de facto sperrt und somit keine Elektroden mehr zur Anode gelangen. Das Ganze geht, wie gesagt, auch nach oben. Ich kann auch das Steuergitter positiv machen. Ich sehe hier unten, in dem Moment, wo das Steuergitter positiv wird, fließt sogenannter Gitterstrom. Ist klar, weil natürlich die Elektronen auch das Steuergitter sehen als Ziel, weil es positiv ist. Und der Strom, der jetzt am Steuergitter abfließt, fehlt natürlich in der Anode. Insofern sieht man in der Kennlinie, dass in dem Moment, wo Gitterstrom fließt, die Kennlinie abflacht, weil es natürlich immer mehr Strom durch das Steuergitter abfließt. Es gibt einige Schaltungen, die sind ausgelegt, auch mit leicht positiver Gitterspannung zu arbeiten. Allerdings ist die Röhre muss dafür auch ausgelegt sein und sie muss vor allem dafür auch im Strom ausgelegt sein, dass jetzt das Steuergitter Strom abnehmen muss und auch gekühlt werden muss. Das sieht man daran. Bei einigen Leistungsröhren sieht man, dass die Steuergitter Kühlfahnen haben. Das ist unter anderem dem geschuldet, dass diese Röhren teilweise auch mit positiver Gitterspannung betrieben werden können. Und es kommen die drei Begriffe der Röhren, nämlich die Steilheit, der Durchgriff und der Innenwiderstand. Unter der Steilheit versteht man die Änderung des Anodenstroms in Abhängigkeit zur Änderung der Gitterspannung. Oder anders ausgedrückt, die Steilheit ist das Verhältnis der Änderung des Anodenstroms zu der Änderung der Gitterspannung und wird in Milliampere pro Volt ausgedrückt und mit dem Buchstaben S abgekürzt. Gegeben ist in diesem Beispiel zwei Röhren. Die eine hat eine Steilheit von 0,3 und die andere eine Steilheit von 0,65. Wenn jetzt auf beiden Röhren die gleiche Gitterspannung um den gleichen Betrag geändert wird, aber bei gleichbleibender Anodenspannung, so ist die Änderung des Anodenstroms bei der Röhre, die die geringere Steilheit hat, kleiner als die mit der größeren Steilheit. Ist hier im Beispiel auch sehr schön zu sehen. Wenn ich, wie gesagt, bei einer Röhre mit einer geringen Steilheit ändere, um dieselben Werte, habe ich bei der großen Steilheit natürlich eine größere Änderung im Anodenstrom. Der Durchgriff. Der Durchgriff wird in Prozent ausgedrückt und bezeichnet die Änderungen des Anodenstroms um x Prozent, wenn die Gitterspannung um dieselben x Prozent geändert wird. Zu den Details zitiere ich jetzt den passenden Abschnitt aus Telefunken Röhren für den Rundfunk von 1930. Dieser ist relativ gut formuliert, wenn noch etwas sperrig, aber ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus. Der Durchgriff ist das Verhältnis der Einwirkung von Anodenspannung und Anoden- und Gitterspannung
auf den Anodenstrom. Die Angabe, der Durchgriff beträgt 12%, besagt also, dass eine Änderung des Anodenstroms um einen bestimmten Betrag erzielt wird, kann entweder durch die Steigerung der Anodenspannung oder durch eine 12%ige Änderung der Gitterspannung erfolgen. Das besagt gleichzeitig, dass die Wirkung der Anodenspannungserhöhung um beispielsweise 50 Volt aufgehoben werden kann, durch eine Gitterspannungsänderung von minus 6 Volt. So dass der Anodenstrom bei einer Änderung der Gitterspannung um minus 6 Volt durch eine Erhöhung des Anodenspannung um 50 Volt auf gleiche Höhe gehalten werden kann. Diese Überlegung gestattet uns eine einfache Ablesung des Durchgriffs aus zwei Kennlinien. Als Beispiel dient das rechte Bild. Es seien die zwei Kennlinien für 50 Volt und für 100 Volt betrachtet. Man sieht dort die Punkte A und der Punkt B. Das bedeutet, dass eine Erhöhung des Anodenstroms um 3,2 mA durch Erhöhung der Anodenspannung um 50 Volt bei konstant gehaltener Gitterspannung. Geht man weiter von Punkt B zu dem Punkt C, so bedeutet dies eine Änderung der Gitterspannung um minus 6 Volt bei konstant gehaltener Anodenspannung. Deshalb spricht man eine Änderung von 50 Volt Anodenspannung und eine Änderung von 6 Volt Gitterspannung. Das heißt, der Durchgriff beträgt in diesem Fall 60 zu 50, also 0,12 bzw. 12%. Der Durchgriff kann direkt auf der waagerechten Linie A bis C abgelesen werden, ohne dass man den Punkt B bei der Berechnung mit benutzen muss. Man dividiert einfach die beiden Stücke A minus C entsprechend den Gitterspannungsvoltzahlen durch die Differenz der Voltzahlen der beiden Punkte A zu C. Anodenspannung heraus ergibt sich dann dass bei großem Durchgriff die Kennlinien für bestimmte Anodenspannungen größeren Abstand haben als bei kleineren Durchgriffen, zu sehen im linken Bild. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt, wahrscheinlich nicht, aber die besagten Dokumente sind auch verlinkt in der Videobeschreibung, es kann nachgelesen werden. Das Deutsch ist, wie gesagt, etwas sperrig, weil es aus den 30er Jahren ist, aber es ist gut formuliert. Und zum Schluss der innere Widerstand. Der Innenwiderstand einer Röhre berechnet sich wie folgt. Es ist der Kehrwert des Produktes Steilheit und Durchgriff und wird in Ohm ausgedrückt. Dabei muss aber die Steilheit in Ampere pro Volt angegeben werden, anstatt in Milliampere pro Volt. Abgekürzt wird der Innenwiderstand oft mit RI. So, und was steht überhaupt in einem Datenblatt drin? Hier hat jeder Hersteller seinen eigenen Stil. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel ein Telefunkendatenblatt genommen. Meistens steht als erstes drin, ob es zu dieser Röhre irgendeine Besonderheit gibt in Maßnahmen. Wie muss die Röhre zum Beispiel eingesetzt werden? Ist es möglich, die Röhre in jeder Position zu betreiben oder muss sie mit Kopf nach oben stehen und so weiter? In diesem speziellen Fall wird darauf hingewiesen, dass die Röhre ohne besondere Maßnahmen gegenüber Mikrofonie möglichst immun ist für einen bestimmten Eingangsbereich, Spannungsbereich und dass die Reihenfolge der Systeme je nach Heizung beachtet werden muss. Also bei der 6,3 Volt Heizung kann ich die Systeme beliebig beschalten, während ich bei 12,6 Volt das zweite System bevorzugen muss. Und ich muss die Heizung auf Masse legen mit Stift 4. Das macht für jede Röhre ist das eigens angegeben und bezeichnet die Besonderheit dieser speziellen Röhre. Dann wird angegeben die sogenannten Grenzwerte. Also das sind die Maximalwerte, wie hier zum Beispiel UAO. Das ist die Anodenkaltspannung.
die beträgt 550 Volt. Man muss immer bedenken, bei Röhren, es gibt zwei Anodenspannungen, nämlich einmal, wenn die Röhre kalt ist, also Kaltanodenspannung. Das tritt dann ein, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Bei den meisten Röhrengeräten hat das Netzteil, also die Gleichrichterröhren, sind direkt geheizt und haben sehr schnell ihre Heiztemperatur erreicht und liefern also sofort eine Spannung. Das Problem ist aber, da die restliche Schaltung noch ihre Zeit braucht, um zu aufzuheizen aufgrund der indirekt geheizten Röhren, haben somit das Netzteil eine noch Leerlaufspannung, die wesentlich höher sein kann als die Betriebsspannung. Und erst wenn die Röhren allesamt geheizt sind und auch dann der entsprechende Strom fließt, reduziert sich das Netzteil damit auf die normale Betriebsspannung. Und wie gesagt, da ist bei Röhrenentwicklung darauf zu achten, dass halt die Netzteile im Leerlauf eine höhere Spannung liefern können als im Betrieb mit Last. Und wie gesagt, die UAO bezeichnet die Kaltspannung, die maximale Spannung im ausgeschalteten Zustand. Und UA ist die normale maximale Anodenspannung im geheizten Betrieb. Die maximale Anodenverlustleistung ist in diesem Fall 1 Watt und der maximale Strom ist 8 mA pro System. Der Steuergitter ist maximal auf minus 50 Volt. Und die Gitterableitwiderstände sind je nach Schaltung 2 Megaohm oder maximal 22 Megaohm. Und auch wichtig ist der UFK, den habe ich schon öfters angesprochen. Das ist die maximale Spannungsdifferenz zwischen Heizfaden und Kathode. Der sollte meistens relativ niedrig sein, mit Ausnahme von Gleichrichterröhren. Die haben meistens einen UFK von 500 Volt. Wie zum Beispiel die EZ80 und EZ81. Der UFK gilt natürlich nur für indirekt geheizte Röhren. Bei direkt geheizten Röhren macht er keinen Sinn, weil es gibt keine Kathode, weil der Heizfaden die Kathode ist. Und der RFK bezeichnet den elektrischen Widerstand zwischen Faden und Kathode. Weil, wie gesagt, die Keramikisolation ist keine hundertprozentige Isolation. Es gibt einen geringfügigen Stromfluss von der Kathode zur Heizung. Dann werden meistens die Röhrenkapazitäten angegeben. Also zum Beispiel CG ist die Kapazität von der Kathode zum Steuergitter, CA ist die Kapazität von der Kathode zur Anode und so weiter. Diese Kapazitäten sind nur dann relevant für Hochfrequenzröhren oder wenn die Röhre für Hochfrequenz eingesetzt wird. Im reinen nackten NF-Betrieb ist es meistens irrelevant, weil die Frequenzen sind so gering, da macht es keinen Unterschied, ob jetzt eine Gitterkapazität 1,6 pf ist oder 8 pf. Das wird aber in dem Moment relevant, wo ich halt mit höheren Frequenzen arbeite, deshalb wird es angegeben. Die nächsten wichtigen Daten sind natürlich die Sockelschaltung. Und hier ist immer zu beachten, dass bei modernen Röhren die Röhre immer von unten gesehen wird. Ganz zur Anfangszeit der Röhrentechnik war es üblich, die Röhren von oben zu zeichnen, weil in den damaligen Geräten die Röhren von oben eingebaut wurden und auch von oben beschaltet wurden. Also praktisch, man hat das Gerät nie umgedreht, während man bei modernen Geräten, was heißt modern, ab Geräten der Mitte der 20er Jahre hat man angefangen, Chassis zu benutzen und man hat die Elektronik selbst unten aufgebaut und das Gerät zum Bauen umgedreht. Deshalb wurden damals hat man angefangen, die Röhren von unten zu zeigen, weil natürlich dann der Techniker von unten auch beschaltet. Und das ist bis heute geblieben, dass halt die Sockelbeschaltung immer von unten gezeigt werden. Sind wir darauf zu achten. Es wird auch im Datenblatt angegeben, falls was anderes gezeigt wird. Weiterhin wird natürlich gezeigt, wie wird die Röhre geheizt. Wie gesagt, die ECC83, wie viele aus der ECC-Serie, kann sowohl mit 6,3 Volt als auch mit 12,6 Volt geheizt werden. Und dafür sieht man hier auch, es gibt zwei Anschlüsse.
Der normale Anschluss wäre für Novalröhren der Stift 4 und 5. Und der Stift 4 und 5. Bei der 6,3 Volt Heizung muss ich den Stift 4 und 5 verbinden. Und Stift Nummer 9 ist dann der Mittelabgriff. Während ich bei 12,6 Volt Heizung natürlich den Stift 9 nicht benutze und nur die reguläre Beschaltung auf Stift 4 und Stift 5 mache. Wieso hat die ETC 83 dieses Konzept? Das ist relativ einfach. E-Röhren waren ursprünglich ausgelegt für den Betrieb in Autos. Also somit Heizungen mit Autobatterien. Und die ersten Autobatterien hatten nur 6,3 Volt. Das ist auch der Grund, woher die 6,3 Volt Heizspannung kommen. Das waren die ersten Autobatterien. Und erst später, ich glaube Mitte der 40er Jahre, hat man angefangen, Autobatterien mit 12,6 Volt zu bauen. Also praktisch zwei Zellen zusammengeschaltet. Und dort kam dann die F-Serie raus mit Heizspannung von 12,6 Volt. Um halt flexibel zu bleiben, hat man dann einige Röhren gebaut, die es erlaubten, die Heizung sowohl mit 6,3 Volt, dann natürlich mit 300 mA Heizstrom oder mit 12,6 Volt und dann natürlich mit 1,150 mA Heizstrom zu beschalten, um halt dieselbe Röhre in beiden Schaltungen einsetzen zu können. Und die letzte wichtige Anmerkung ist natürlich die Messwerte. Das sind die Werte, die auch zum Beispiel in Röhrenprüfgeräten, wie zum Beispiel dem Neuberger, benutzt werden. Ich habe eine definierte Anodenspannung und einen definierten Gitterstrom, Gitterspannung, Entschuldigung, und ich muss in diesem Fall einen bestimmten Anodenstrom haben. In diesem Fall bei 250 Volt und minus 2 Volt Gitter habe ich 1,2 mA Anodenstrom. Das ist das, was ich dann mit dem Neuberger prüfe oder mit dem Funke prüfe. Weiterhin wird bei diesen Einstellungen auch die Steilheit angegeben, sowie der Innenwiderstand und der theoretische Verstärkungsfaktor. Der nächste Punkt in Datenblättern sind meistens Referenzschaltungen, wie die Röhre benutzt werden soll. Einige Datenblätter haben sinnvolle Referenzschaltungen, andere haben so ein bisschen mehr luftige Schaltungen, also luftig im Sinne von, man kann es sich aussuchen. Da gibt es keinen Hersteller, kein standardisiertes Verfahren, jeder macht, was er will. Man muss manchmal ein bisschen gucken, ob was passiert. Man kann diese angegebenen Werte als Vorlage nehmen für eigene Experimente, um an die Schaltung auszuprobieren. Also bei Röhren kann man sagen, man kann spielen. Man kann relativ wenig kaputt machen. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass die Heizspannung eingehalten wird und die maximale Anodenspannung und die maximale Anodenstrom. Ansonsten kann man mit Röhren eigentlich machen, was man will. Die sind ziemlich hart im Nehmen. Also erlaubt ist, was Spaß macht. Und der nächste Punkt in den Datenblättern ist natürlich die Kennlinien. Und hier kommt jetzt der Punkt, um was es eigentlich geht, was ich seit einer Dreiviertelstunde versuchen möchte zu sagen. Nämlich, wie man jetzt Werte ermittelt, mit denen man arbeiten kann. Das Problem ist ja, wie schon vorhin gesagt, ich möchte einen Punkt im Daten in der Kennlinie haben, wo ich eine Verstärkung machen kann, die auf beiden Seiten möglichst gleich ist. Und jetzt habe ich mir hier in der Kennlinien-Kurvenchart einen Punkt rausgesucht, nämlich bei der minus 1 Volt Gitterspannung und Anodenspannung von 200 Volt. Das ist dieser Punkt. Und hier in der Umgebung sehe ich, dass dieser Punkt sehr linear ist. Das heißt, meine Linie ist eine Gerade und das ist eigentlich fast das Ideal. Und ich sehe auch hier im zweiten, wenn jetzt meine geplante Schaltung soll mit einem Volt Spitze zu Spitze ein Eingangssignal verstärken. Das heißt, meine
minimalste Gitterspannung wäre jetzt minus 1,5 Volt und die höchste Spannung wäre minus 0,5 Volt bei 1 Volt Eingangsspannung, gemessen von einer hohen Punkt von minus 1 Volt. Das heißt, den minimalsten Strom wäre jetzt 1,5 mA und der maximalste Strom wäre 3 mA und mein Ruhestrom wäre 2,2 mA. Das ist auch der Grund, woher dieser Begriff Ruhestrom kommt. Wenn ich mir diesen Punkt in der Kennlinie aussuche, also mein Arbeitspunkt, von dem ich sage, von diesem Punkt aus kann ich in beide Richtungen gehen mit gleichem Verstärkungsfaktor, das ist mein Arbeitspunkt und er liefert einen Ruhestrom. In diesem Fall wären es halt diese 2,2 mA. Und jetzt kommen wir auch dann zur Berechnung der Schaltung. Ich nutze jetzt hier als Beispiel die von dem Telefon vorgegebene Referenzschaltung. Das ist eine Standardschaltung. Die besteht aus UE, also meinem Eingang. Der hat in meinem Fall jetzt 1 Volt Spitze Spitze. Das Signal wird eingekoppelt mit einem 10 Nanofarad Kondensator. Ich habe einen Gitterableitwiderstand, der ist bei mir 1 Megaohm. Und wie schon besprochen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Röhre nach oben gelegt wird. Also sprich, dass mein Ruhestrom minus 1 Volt ist. Das heißt, ich muss jetzt hier am RK, dem Kathodenwiderstand, 1 Volt wegknabbern. Und jetzt weiß ich, ich habe im Ruhestrom habe ich meinen Verbrauch von 2,2 mA. Und das heißt jetzt, ich muss einen 55 Ohm Widerstand einschalten, weil bei 55 Ohm habe ich einen Spannungsabfall von 1 Volt bei 2,2 mA. Und hier wären jetzt 455 Ohm. Bei den Kathodenwiderständen wird meistens ein Kondensator parallel geschaltet, um eventuelle Störungen mit rauszunehmen. Weil der Kondensator wirkt natürlich für Wechselspannungen als großer Widerstand und somit wird das Ganze stabilisiert. Die Kathode liegt jetzt von dem Nullpotential aus gesehen etwas höher, nämlich 1 Volt, und von der Kathode aus gesehen liegt es das Steuergitter über den Ableitwiderstand auf minus 1 Volt, also negativ. Genau das, was ich will. Und das einmodulierte Signal über den Kondensator mit Spitze 1 Volt moduliert jetzt die Gitterspannung von auf minus 0,5 Volt bis minus 1,5 Volt. Also das ist dann die Tastatur. Das sind jetzt die Bereiche, die ich hier eingezeichnet habe. Und somit ergibt sich dann ein Anodenstrom von minimal 1,5 bis maximal 3 mA. So, und ich habe gesagt, hier, ich will eine Anodenspannung im Ruhepunkt von 200 Volt. Das heißt, ich muss hier meinem UB, also meine Eingangsspannung, die ist bei mir jetzt 450 Volt. Ich möchte aber die Anode auf 200 Volt haben. Das heißt, ich muss jetzt hier auch wieder 280 Volt wegknabbern. Und laut ohmischem Gesetz ist dann ein Widerstand bei 2,2 mA. Also ich berechne alle Widerstände für den Ruhestrom. Wären jetzt hier 120 Kiloohm, um wie gesagt die 280 Volt Spannungsabfall zu erzeugen, die jetzt eine Anodenspannung von 200 Volt erzeugt. Die jetzt im Ruhestrom nämlich genau das macht, was sie machen soll. Nämlich, ich habe 2,2 mA Anodenstrom. Wie gesagt, die Widerstände werden immer im Ruhestrom berechnet. Wenn ich jetzt ein Steuersignal anlege, wird natürlich, wie schon hier gesagt, der Anodenstrom sich ändern. Was natürlich heißt, dass hier auch die Spannungswerte sich ändern.
Deshalb, habe ich schon vorhin auch gesagt, ist halt der Kathodenwiderstand nur so ungefähr, weil natürlich mit Änderung des Anodenstroms ändert sich natürlich auch der Spannungsabfall auf diesen Widerstand und somit natürlich auch die Position der Nulllinie gegenüber der Kathode. Deshalb ist diese Methode halt nur zu benutzen, wie gesagt, für Vorröhren, die nur eine sehr kleine Änderung im Anodenstrom haben. So, und wie sich das Ganze jetzt in der Praxis bewährt oder nicht bewährt, ich weiß nicht, wie lange ich das gelabert habe, ich glaube, gute Dreiviertelstunde, gibt es das Ganze noch kurz als Video im Schnelldurchlauf. Und ja, es wird weitergehen mit dem Thema. Das nächste Thema, wenn da blättern wird, das sein, wie man zu einer Leistungsröhre kommt. Also sprich, einen NF-Verstärker mit sauberem Vorverstärker. Also nicht das, was ich jetzt hier mache mit dem Hausfrauenart mit drei Bauteilen, sondern ein bisschen komplexer. Und eine Leistungsröhre, um halt einen NF-Überträger zu betreiben. Aber das kommt später. Jetzt geht es erstmal weiter mit der eigentlichen Schaltung, so wie jetzt gerade besprochen. So, es ist der 22.05. und das gerade Erklärte wird jetzt praktisch demonstriert. Ich nehme dazu mein Experimentierboard, das kleine, stecke die besagte ECC83 ein. Es ist übrigens nicht irgendeine ECC83, das ist die Nummer 1 aus meiner Sammlung, also die ECC83. Das Ganze wird mit meinem Testnetzteil verbunden. Angeschlossen ist Anodenspannung, 0 Volt und die Heizspannung. Also Heizspannung ist 6,3 Volt. Die ECC83 wird als 6,3 Volt Röhre geheizt. Und angeschlossen ist, wie gesagt, die Anodenspannung und das 0 Volt Potenzial. Die ECC83 wird, wie gesagt, mit 6,3 Volt geheizt. Wer die Beschaltung noch nicht kennt, im 6,3 Volt Betrieb werden die Pins 4 und 5 zusammengeschaltet und mit einem Pol der Heizspannung verbunden und auf Pin Nummer 9 ist der zweite Pol der Heizspannung. Außer seitdem ich schließe die Röhre als 12,6 Volt Heizungs an. Dann wird die Heizung normal beschaltet. Also Pin 4 ist ein Pol der Heizung und Pin 5 ist ein Pol der Heizung. Pin Nummer 9 bleibt in diesem Fall frei. Ich habe, wie gesagt, die 6,3 Volt Heizung. Weiterhin habe ich den Pin Nummer 4 mit Masse verbunden, um sicherzustellen, dass das Potenzial zwischen Heizfaden und Kathode nicht größer ist als die 180 Volt. Das ist das besagte UFK. Also das Spannungspotenzial zwischen Faden und Kathode. Im Schaltboard sieht das Ganze so aus. Das ist Pin 4,5. Das ist Pin 9. 4 und 5 gehen wie gesagt auf den einen Pol der Heizspannung und Pin 9 geht auf den zweiten Pol der Heizspannung und Masse, also die blaue Linie geht auch auf Pin Nummer 4, dass wie gesagt das Massepotenzial definiert ist. Ich nutze wie gesagt die Referenzschaltung von Telefunken und ich fange an mit dem Anodenwiderstand, also RA. RA ist bei mir 120 Kiloohm. Das Problem ist, mein Testnetzteil liefert zwar 350 Volt, aber die 350 Volt sind natürlich ausgelegt für Lastbetrieb, also Innenlast. Und die Schaltung zieht nur ungefähr 3, 3,5 Milliampere. Insofern ist das Netzteil de facto unbelastet. Also ist eine Leerlaufspannung. Und die Leerlaufspannung beträgt ungefähr 480 Volt. Das heißt, ich muss jetzt für den UB
480 Volt annehmen und muss mit RA 280 Volt wegfressen, um auf die 200 Volt Anodenspannung zu kommen, die ich ganz gerne hätte. Und dafür habe ich, wie gesagt, einen Lastwiderstand eingeschliffen von 120 Kiloohm. Der hängt am Pluspol, also der Anodenspannung. Entschuldigung, der positiven Betriebsspannung, weil daraus wird ja die Anodenspannung. Der ist, wie gesagt, folgen Sie der roten Linie, mit dem positiven Pol verbunden. Und das andere Ende geht auf Pin Nummer 1, der Stift Nummer 1 zur Anode. Und im nächsten Schritt geht es jetzt mit der Kathode weiter. So, der Kathodenwiderstand ist eingebaut. Das ist der RK. Und der Tütata. RK hätte in einer idealen Welt 455 Ohm, um 1 Volt Spannungsabfall bei 2,2 mA zu ermöglichen. In der Realität hat er 470 Ohm, weil ich keinen 455 Ohm Widerstand habe. Wie gesagt, zu den 1 Volt und den 2,2 mA komme, kann ich gleich noch dazu drauf ein. Parallel zu diesem Widerstand ist ein 50 Mikrofarad Kondensator, ein Elko. Der Sinn dieses Elkos ist, um nochmal die Kathodenspannung zu stabilisieren, weil der Kondensator wirkt, wie gesagt, als Widerstand für Wechselspannungen. Also somit werden eventuelle Störungen noch ausgefiltert. Das Ganze sieht in der Schaltung selbst so aus. Pin Nummer 3 ist die Kathode auf der des zweiten Systems auf der Röhre. Und in Pin Nummer 3, muss ich mal mit dem Fokus hier korrigieren, Pin Nummer 3 ist, wie gesagt, hier angeschlossen. Hier ist der Widerstand, der geht zur blauen Linie und die blaue Linie geht zum 0 Volt Potenzial. Und dort parallel ist besagter Elektrolytkondensator. Und zusätzlich ist zwischen dem Widerstand noch ein Ampermeter eingeschliffen, dass man auch den Kathodenstrom messen kann. Und jetzt fehlt noch was, nämlich der Gitterableitwiderstand. Der beträgt 1 Megaohm und der geht auch zum 0 Volt Potenzial zum Steuergitter. Wer sich jetzt denkt, hier stimmt doch etwas nicht, irgendwas ist anders, der hat recht. Ich habe diese zwei Pins um eine Position zu weit nach oben gesteckt. Das habe ich jetzt korrigiert. Also die Heizung ist jetzt wirklich auf Pin 4 und 5 und die Kathode wirklich auf Pin 3. Der 1 Megaohm Widerstand ist jetzt auch eingeschliffen. Er ist hier, geht auch zum Nullpotenzial. Und der Sinn von diesem Widerstand ist, beziehungsweise vom Kathodenwiderstand, der Kathodenwiderstand legt jetzt die Röhre um 1 Volt nach oben, also produziert 1 Volt Spannungsabfall vor der Kathode. Insofern wird jetzt die Kathode um 1 Volt höher gelegt als das Steuergitter und somit hat das Steuergitter gegenüber der Kathode jetzt minus 1 Volt. Und das ist genau das, was ich im Datenblatt haben möchte. Nochmal zur Erinnerung. Ich möchte eine möglichst lineare Kurve in der Kennlinie haben und da ist, wie gesagt, die minus 1 Volt Kennlinie bei 200 Volt Anodenspannung relativ ideal. Weil der Bereich, der mich hier interessiert, ist relativ gerade. Und bei minus 1 Volt
Gitter bei 200 Volt Anodenspannung habe ich ungefähr 2,2 mA Anodenstrom. Das ist der Grund, warum die 2,2 mA herkommen oder wo die 2,2 mA herkommen. Und wenn ich jetzt das spätere Signal aufmoduliere, das Signal hat 1 Volt Spitze Spitze, also geht von minus 0,5 Volt bis minus 1,5 Volt und somit ist da mein Strombereich von ungefähr 1,5 mA Anodenstrom bis 3 mA Anodenstrom. Der Ruhestrom liegt, wie gesagt, bei 2,2 mA, ungefähr in der Mitte. Was damit auch wieder beweist, dass der Punkt in der Kennlinie relativ linear ist, weil der oberste Punkt und der unterste Punkt ungefähr gleich weit entfernt ist vom Ruhestrom. Die Kathode ist auch in ein Ampermeter eingeschliffen, dass wir jetzt auch den Kathodenstrom sehen. Das Ampermeter ist, Fokus kommt. Das Ampermeter ist an dieser Stelle eingeschliffen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und End of the Line. Ich mache jetzt im Prinzip das, was ich mit meinem Neuberger auch machen würde. Der Kathodenstrom geht hoch auf 2,4, 2,5 mA. Wie gesagt, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Schauen wir mal, wie die Anode aussieht. Hat 191 Volt, sollte 200 sein, aber ist somit relativ gut dran. Also wieder, das sind Röhrenschaltungen und da gibt es keine hundertprozentigen Werte. Spannungen, also gerade Betriebsspannungen können ein bisschen abweichen, das ist normal. Gut, wir haben immer noch 2,5 mA Kathodenstrom. Die Röhre wird jetzt warm so langsam. Und dann machen wir mal weiter mit der Modulation des Gitters, sprich das Eingangssignal. Ich habe jetzt überall einen 15 NF Kondensator 10 kHz angelegt mit einer Amplitude von 1 Volt Spitze Spitze. Die wird, wie gesagt, über einen 15 NF Kondensator jetzt auf das Gitter aufmoduliert. Und das Gitter geht über den Gitterableitwiderstand zum 0 Volt Potenzial. Hier ist das 0 Volt Potenzial, der Gitterableitwiderstand, das Steuergitter, der 15 NF Kondensator, Telefunken hat geschrieben 10 NF, aber ich habe jetzt keinen 10 NF, ich habe jetzt nur 15 NF griffbereit. Das spielt aber jetzt auch keine so große Rolle, weil es ist Niederfrequenz. Das ist der Frequenzgenerator, der spuckt 10 kHz Sinus aus und so, das sieht das Ganze auf dem Oszi aus. Ich habe knapp 1 Volt Spitze Spitze. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze an der Anode aussieht. Das ist, wie gesagt, ein Sinussignal.
Es geht auch als Rechteck und auch als Dreieck. So, bevor jetzt hier jemand wieder rumzitiert, dass das Signal einen Jitter hat, also leicht zittert, das ist normal, weil ich habe hier ungefähr 1 Meter Strippen zu beiden Seiten. Das ist zwar zur Demonstration okay, aber man kann nicht vernünftig messen, weil natürlich diese langen Kabel praktisch jede existierende Störung einfangen und natürlich das Signal verhunzt. Das ist auch jetzt hier nur eine Demonstration. Insofern, wer misst, misst, misst und mit so langen Strippen auf jeden Fall. Nur zur kleinen Info, bevor wieder böse Kommentare kommen. Ich weiß es. So, ich habe jetzt das Oszilloskop umgesteckt an die Anode, nämlich an diese Position. In der realen Schaltung würde ich dies über einen 100 NF Kondensator auskoppeln, da aber die Messspitze des Oszilloskops bereits einen Kondensator intern hat, folgt dadurch praktisch die Auskopplung. Insofern kann ich mir das Bauteil jetzt zum Test sparen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Das Nullpotenzial ist dort, wo es vorher auch war. Und auf dem Ostsee habe ich jetzt eine Amplitude von knapp 69 Volt pp von ursprünglich 1 Volt pp, also Verstärkungsfaktor von 69. Und wie man sieht, das Signal ist einigermaßen linear, also der untere Teil ist nur geringfügig länger als der obere. Das betrifft auch, wenn ich jetzt die Signalform umschalte, zum Beispiel auf Rechteck. Rechteck bleibt ein Rechteck und auch Dreieck. Dreieck bleibt Dreieck. Und Sinus bleibt Sinus. So, das war jetzt im Prinzip die Grundlagen, wie man ungefähr zu den Werten für eine Röhrenschaltung kommt. Das ist natürlich ein sehr einfacher Verstärker. Ein NF-Verstärker mit Vorstufe, das wäre eine Vorstufe, mit ein bisschen besserer Frequenzgenauigkeit und einem, einen Leistungsverstärker, wie zum Beispiel die EL84, wird mein Gegenstand eines eigenen Videos. Das wird noch kommen, aber das ist immer so der erste Schuss, wie man ungefähr mit einem Datenblatt relativ einfach zu Werten kommt, mit denen man arbeiten kann. Und es ist jetzt 0.33 Uhr. 0.31 Uhr, Entschuldigung. Und wir sind noch in seiner Zeit. Zum Schluss noch einige Bilder aus der Broschüre Telefunken, Röhren für den Rundfunk, Berlin, ca. 1930.
So, wie immer, Dankeschön für das Interesse und bis bald. Es geht demnächst weiter mit dem nächsten Teil der angewandten Röhrentechnik.